Wie kann der Anbieter vermeiden, an sein Angebot gebunden zu sein? Wir haben gelernt, ein Angebot ist bindend. Wir haben auch gelernt, wie lange die Bindungsfrist besteht. Wenn jetzt ein Anbieter sich aber überhaupt nicht binden möchte, wie kann er das vermeiden? Und dieses Vermeiden passiert über sogenannte Freizeichnungsklauseln. Und da gibt es verschiedene. Freizeichnungsklauseln kann zum Beispiel sein unverbindlich. Ich mache Ihnen unverbindlich dieses Angebot, das heißt, ich bin daran nicht gebunden. Er schließt damit die Bindung aus. Oder freibleibend. Das klingt ein bisschen besser, hat die gleiche Bedeutung. Freibleibend. Oder ohne Obligo. Ja, oder Lieferung vorbehalten. Kann der Anfragende, der dieses Angebot erhält, damit besonders viel anfangen? Ja, natürlich nicht. Ja. Also, es ist ein Angebot, ist aber doch kein Angebot. Wenn man jetzt sagt, ich will das, dann sagt der andere, nö, das war ja nur unverbindlich und in Wirklichkeit ist es so. Ja, also, das ist aus Sicht des Geschäftslebens nicht besonders glücklich, solche Freizeichnungsklauseln zu machen. Das ist hier die juristische Antwort. Ja, so kann man also eine Bindung grundsätzlich ausschließen, indem man eine dieser Klauseln hier verwendet. Geschickt ist es nicht. Besser ist es, ein verbindliches Angebot zu machen und das Angebot zu befristen. Ja, besser verbindlich, aber befristet. Ja, man schreibt also die Konditionen, Preis, Zahlungs-, Lieferbedingungen genau auf und sagt, dieses Angebot gilt bis zum. Dann ist es klar für beide Seiten und man umgeht hier dieses Vage, ja, damit wo der andere doch so recht nichts mit anfangen kann. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.